Da kommt der Anstoß vom FC Bayern. Los geht's. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie spielt heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Sterling jetzt. Die Allianz Arena im Münchner Stadtteil Frötten. Das macht er gut. Sané. Den Ball, da geht er hin und faustet den Ball weg. David Silva wird den Ball ausführen. Und Manuel Neuer mit der Faust. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Douglas Costa jetzt. Schöner Pass. Jetzt die Gelegenheit. Da ist es. Da haben wir den Treffer. Agüero war es. Kun Agüero. Gute Aktion des Argentiniers. Toller Abschluss, sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. 9 Minuten hat es nur gedauert. Und jetzt haben wir den ersten Treffer. Und Thiago. Da kann er ihn stoppen. Und jetzt La. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. David Silva. Oh, und wieder Tor. Den Treffer von City wollen wir uns nochmal anschauen. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Gute Aktion. Das Foul pfeift er natürlich ab. Geht ja gut los hier. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Klasse gespielt. Und da verlieren sie den Ball. Lewandowski jetzt am Ball. Robben. Zu Arjen Robben gehört auch eine lange Verletzungshistorie. Ja, ist häufig von Verletzungen ausgebremst worden. In seiner Zeit bei den Bayern hat sich das zumindest ein bisschen gebessert. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Raheem Sterling! Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Kompany! Da ist er da, den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach, das war ein guter Kopfball. Jetzt Alonso. Und nun ein Schuss. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball.
Jetzt David Silva. Wird das seine Torchance? Arturo Vidal! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Schießt er ihn rein. Klasse von Bravo, den Ball hat er. Und jetzt gibt's Eckball für die Bayern. Jetzt David Silva. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Vielleicht geht was über De Bruyne. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Fairer Einsatz hier. Jetzt Agüero. Schöner Pass. Kun Agüero. Den hält er super. Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison ist die Euphorie natürlich groß. Und ein weiterer Erfolg in dieser Partie heute, dann wäre es der Auftakt nach Maß. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Klasse gespielt, guter Steilpass. Ganz einfach an den Ball gekommen. Robben. Die Bayern im Vorwärtsgang. Manchester City mit der Balleroberung. Sterling. Jetzt De Bruyne. Er macht das Spiel schnell. Sterling! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Und Thiago. David Alaba jetzt. Da geht Kompany dazwischen. Kompany. Nun David Silva. Jetzt Arjen Robben. Die Chance. Den Ball hält er gut. Xabi Alonso bringt die Ecke rein. Alaba. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Agüero mit dem Angriff. Jetzt vielleicht. Agüero. Agüero mit dem Tor. Er ist einfach einer der torgefährlichsten Spieler weltweit. Den kannst du nie ganz ausschalten. Rechts unten geht die Murmel ins Tor. Ein schöner Schlag.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lahm. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Vidal am Ball. Douglas Costa! Und Kevin De Bruyne. Das macht er gut. Sané. Nun David Silva. Das könnte die Chance werden. Mit ihrer Passsicher. Touré! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke für Manchester City. Hier von De Bruyne. Super Aktion des Belgiers, nicht aufzuhalten von der Defensive. Das 2:0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Robben. Jeder kennt diese Bewegung. Irgendwann wird sie nach ihm benannt. Aber wenn Arjen Robben von der rechten Seite nach innen zieht, wird es trotzdem fast immer gefällt. Ja, es ist so schnell und der Kerl ist so stark am Ball. Das ist kaum zu verteidigen. De Bruyne. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und Manchester City mit dem Eckball jetzt. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Jetzt Robben am Ball. Robben. Arjen Robben dürfte auch heute einer der Schlüsselspieler sein. Der Niederländer sucht möglichst in jeder Situation den Abschluss und ist extrem torgefährlich. Wird das seine Torchance? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Sanja. Den Ball spielt er gut. Und Thiago. Douglas Costa am Ball. Wird's jetzt gefährlich. Und damit sind sie am Ball. Sané. Vorteil für Manchester City. David Silva! Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt, nur der Abschluss nicht präzise genug. Gibt jetzt hier doch noch. Das ist die Chance jetzt. Aguero, er macht das Ding. Tja, er nutzt seine Chancen eben.